Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 6 News Update. Ganz spontan mal eben hat Respawn ein neues Event rausgehauen. Die meisten von euch haben es sicherlich in meinem Livestream schon mitbekommen. Ich zeige euch jetzt hier einfach mal gerade das Menü. Der Big oder Dummies Big Day Modus ist gerade aktiv für genau eine Woche. Dieses Event nennt sich September Soiree Event. Ihr hört es vielleicht schon raus, wir hatten schon mal das Grand Soiree Event. Da gab es 2 Wochen lang, alle 2 Tage, einen neuen Modus, 7 insgesamt. Dieses Event geht wohl 4 Wochen und jeden Dienstag ab heute gibt es einen Modus, 4 Stück insgesamt, jeweils eine Woche lang. Das heißt, wir haben jetzt 7 Tage lang Dummies Big Day als Event. Welche Events noch folgen, ist aktuell unbekannt. Man munkelt aber, dass am 15., wenn quasi das Event eigentlich erstmal richtig losgeht, der Solo-Modus für eine Woche kommt. Das würde ich extrem feiern und es fragen ständig viele Leute nach dem Solo-Modus. Kommt endlich ein Solo-Modus, nachdem Duos irgendwann eingeführt wurde. Das nächste, was sehr interessant für viele ist, viele fragen mich immer, der Grand Soiree-Skin von Octane, den ich immer spiele. Viele wussten gar nicht, wo der her ist. Es werden einige der Grand Soiree Event Skins ab nächste Woche Dienstag, den 15. September extra im Shop zum Kauf bereitstehen. Die werden wahrscheinlich wieder 18 Euro kosten. Keine Ahnung, ob alle Grand Soiree Event Skins dabei sind. Was gibt es noch zu wissen? Wie gesagt, heute am 8. startet es spontan 19 Uhr, ohne dass wir ein Update ziehen müssen. Das ist ganz besonders wichtig und vor allen Dingen sehr, sehr geil. Können wir das Event sofort starten? Was nervt? Ihr habt es vielleicht gesehen, für die, die gerade kurz spontan vorbeigeschaut haben im Event. Die Server haben schon wieder extreme Probleme. Code Leaf ist wieder ganz, ganz häufig am Start. Was gibt es noch zu erzählen? Ein Trailer wird aller Voraussicht nach noch kommen. Ich denke aber nicht mehr, dass der heute kommt. Ich glaube, dadurch, dass das eigentliche Hauptevent nächste Woche am 15. startet, wird es dort 1, 2, 3, 4 Tage vorher einen Event-Trailer geben. Und ich nehme mal an, dass wir dort auch raussehen können, was wir noch für Event-Modis bekommen werden. Das letzte Event, die letzte Woche, startet dann am 29. und läutet zeitgleich den 2. Split in Season 6 ein. Und da gehe ich davon aus, dass wir dann auch Crossplay bekommen, eventuell sogar den 4er-Squad-Modus, auch wenn Dataminer sich immer noch sicher sind, dass wir am 15., wenn das eigentliche Hauptevent startet, den Crossplay-Modus bekommen. Ich glaube es aber tatsächlich immer noch nicht. So, was gibt es noch zu wissen? Wie gesagt, am 15. nächste Woche Dienstag gibt es dann die 2. Moduswoche, am 22. bis 29. gibt es den 3. Modus und am 29. wie gesagt, noch eine Woche, einen 4. zusätzlichen Modus und es wurde gesagt von EA oder von Respawn, dass die beliebtesten Modis zurückkommen. Was ich feiern würde, dass vielleicht das Train-Event vom, also das Weihnachts-Event, dieser Train-Modus, den fand ich zum Beispiel sehr, sehr geil. Schreibt mal in die Kommentare, welchen Modus würdet ihr euch zurückwünschen? Und ich finde, der Big Dummy oder das Big Dummy Day oder Dummies Big Day Modus, den feiere ich mit am meisten. Es war ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das Geile ist aber, dass alle dieselbe Hitbox haben. Wer nicht weiß, wie das läuft, ich erkläre es kurz. Ja, lauft wirklich mit einem Dummy rum. Es gibt 8 verschiedene Farben. Grau kann ich nur empfehlen, ist am schwierigsten zu entdecken. Im Grand Soiree Event in Season 3 konnten alle Leute grau wählen. Das geht jetzt nicht mehr. Wir hatten es vorhin, als Glitch ging's, aber eigentlich ist das nicht erwünscht, dass alle die gleiche Farbe nehmen. Wie läuft das? Deine taktische Fähigkeit L1. Du wirfst ein zufälliges Item, droppst du selber. Das kann ein Aufsatz sein, das kann Heilung sein oder Munition und so weiter, nur keine Waffe. Als ultimative Fähigkeit hast du entweder diesen Mirage Ulti, wo der sich teilt in 8, glaube ich, verschiedene Dummies. Kam ursprünglich auch aus dem Dummy-Event, war also quasi eine Idee, die übernommen wurde. Dann gibt es noch eine Loot-Explosion, da fällt auf einmal ganz viel Loot, da können auch Rüstungen dabei sein und so weiter. Und was gab es noch? Die dritte Fähigkeit, oh Gott, die weiß ich. Ach so, du kannst das gesamte Squad heilen. Nachteil, hatten
gewissen Radius. Das kann also sein, dass du auch Gegner heilst. Sehr, sehr interessant. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich denke eigentlich nicht. Das mit den Skins habe ich erzählt. Trailer soll noch kommen. Solo-Modus eventuell. Update braucht er auch nicht. Okay, das war's von dem klitzekleinen News-Update schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig auf dem Laufenden halten. Ich würde mich wirklich freuen. Schreibt in die Kommentare, auf welchen Modus würdet ihr euch am meisten freuen? Ob er denn kommt? Sollte es noch bezüglich dieses Events Informationen geben, die genauer Aufschluss darauf geben oder darüber geben, was noch alles kommt, werdet ihr es natürlich als allererstes, zumindest im deutschsprachigen Raum, auf meinem Kanal erfahren. Das soll es soweit von mir gewesen sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst, ein Abo, wenn ihr neu seid, dann rund um Apex Legends wie immer nichts verpassen wollt. Also Abo da lassen, Daumen da lassen, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Das war's von mir und am Freitag gibt es den nächsten Livestream für dieses Event. Ich freue mich sehr und ihr könnt mich natürlich auch mal auf dem Laufenden halten, wie bei euch die Server so laufen. Jetzt bin ich aber wirklich raus. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.